So. Am Leuchtfeuer gucken wir erstmal, dass wir wieder zurück in die bodenlose Kiste packen. Bastardschwert wollen wir nicht, aber das Großschwert zum Beispiel werden wir eine ganze Weile nicht tragen können. Wahrscheinlich niemals. Gargoyle-Axt kann weg. Die Kristallhellebarde. Und die Gargoyle-Hellebarde, davon haben wir auch nur eine bis jetzt. Langbogen brauchen wir noch. Und ansonsten... Gargoyle-Schild noch weg. Oh, und das Schwarzeisenschild. So, rüstungsmäßig haben wir, glaube ich, nur die Schwarzeisenrüstung neu bekommen. Die kann jetzt auch weg. Wo ist sie? Da. So. Damit dürfte alles weg sein. Mit den paar Lebensseelen, die wir haben, können wir nichts Neues basteln. Haben wir noch? Nö, wir haben nur kleine Scherben. So. Am Leuchtfeuer geheilt und aufgefüllt. Machen wir uns jetzt auf den Weg zu Gwyns Festung. Oder zu Gwyns Schloss. Oder Kapelle oder wie man es auch immer nennen möchte. Sieht für mich aus wie eine Mischung aus Schloss und Kapelle, ganz ehrlich. So. Hier runter. Und ab jetzt wird es lustig dann. Ja, jetzt kommt nämlich der mieseste Teil von Anor Londo. Auch wenn Anor Londo eine ziemlich schöne Stadt ist. Hinter den riesenhohen Mauern hier. Also da könnte sich sogar Troja ein Stück von abschneiden. So. Um das Rondell rum. Und dort die Treppe dann hoch. Die ewig lange Treppe. Ja, man sieht schon, in der Mitte sind die Stufen etwas größer, sie sind etwas riesenkonformer und die Stufen links und rechts sind für uns eigentlich. So, und da haben wir auch gleich schon wieder zwei Kumpels. Oh, der eine reagiert auf uns, da gehen wir doch lieber mal einen Schritt zurück. Nein, der andere kommt nicht, also können wir dem da ruhig ins Bein schießen. So. Weg mit dir. Na, noch ein Schuss. Und er ist weg. So, und den anderen, den holen wir uns wie immer im Nahkampf. Au. Wenn er nicht gerade zu arg zuschlägt. Komm, Schildschlag. Schildschlag. Danke. Komm, nochmal Schildschlag. Und stirb. So. Willkommen vor den Toren des Palastes. Durch Vorrichtung verschlossen. Das Tor da drüben ist auch verschlossen. Also geht's nur durch das offene große Tor hier. Was ganz offen ist, nicht nur die... kleine Tür ist offen, sondern die große. Deswegen können wir da nicht einfach die Sentinels ignorieren und vorbeirennen, sondern müssen sie töten. Sonst kommen sie uns hier hinterher und das ist nicht so gut, weil wir hier noch Gegner vor uns haben. So, erstmal den einen hier. Das sind nämlich ähnliche Jungs wie die, die uns hergebracht haben. Nur, dass sie ziemlich garstig da sind als ihre Kameraden. Übrigens, da oben kommen wir her. Da sind wir die ganze Mauer runtergelaufen. Und oh, ein Dämonenspeer. Ja, das sind nämlich Fledermausdämonen. Oder Batwing Demons heißen sie im englischen Original. Also Fledermaus, Flügeldämonen. So. Normalerweise sind sie
Ja, okay, im Augenblick sind sie ziemlich gut machbar. Aber normalerweise darf man sie nicht unterschätzen. So. Weil ihre Speere machen Blitzschaden und der geht auch ziemlich gut durch unser Schild und alles durch. Ich kann euch aber kurz den Speer zeigen, jetzt wo wir ihn gefunden haben. Gefährlich aus den Knochen anderer Dämonen. Die Waffe des schmächtigen niederen Fledermaus-Dämon. Die Waffen der Chaos-Dämonen von Anorund unterscheiden sich von denen anderer Chaos-Dämonen und sie tragen die Kraft des Blitzes in sich. Also ja, wir machen einfach aus unserer Verwandtschaft Waffen, mit denen wir Blitze schmeißen. So, hier unten lang geht es nun weiter. Und hier werden wir schon in einem Hinterhalt begrüßt. Deswegen lassen wir uns ein Stück zurückfallen. Genau. Gucken, dass wir ihn nach und nach eine verpassen. Weil, wie ihr seht, sie machen nicht wenig Schaden. Au. Wo ist der zweite hin? Okay, habe ich jetzt beide gleichzeitig getötet oder ist einer runtergefallen? Egal. Jetzt kommt nämlich die schlimmste, wirklich schlimmste Stelle in ganz Anorlondo. Der Spießrutenlauf. Und man sieht schon, warum der so heißt. Wir werden nämlich beschossen. Au. Uah. Dong, dong, dong. Ja, hier sind wir zum Glück einigermaßen sicher, weil die Pfeile meistens in die in die Seitenteile einschlagen. Und hört es euch an, wie sie auf mich ballern. So, und da müssen wir jetzt hochkommen. Und die beiden Speerscharfschützen ausschalten. Und das ohne, dass sie uns runterschmeißen. So, jetzt ist es nämlich gemein. Jetzt sind wir im Kreuzfeuer. Wow. Wow, genau, das meine ich nämlich. So, hier müssen wir aufpassen. Gucken, dass wir den ersten langsam loswerden. Am besten an einen Ort gehen. Au. Wo wir... Au. Wo wir leichter kämpfen können oder ihn einfach runterschmeißen können. So, kurz einen Schluck nehmen und beruhigen. Den Schlimmen sind wir jetzt schon mal losgeworden. Seinen Kollegen da kriegen wir auch normalerweise. Genau so. Puh, beim ersten Versuch gleich geschafft. Das ist manchmal ein Kunststück nämlich. Ihr glaubt nicht, wie oft ich schon an dieser Stelle einfach runtergefallen bin und dann tot war. Das hier ist die heftigste Stelle in Anorlondo. Ganz ehrlich. So. Aber wenn die beiden weg sind, schaffen wir es zum Glück weiter. Also, wir müssen hier rum. Und dort ist auch schon eine Nebelwand, die zum Glück nicht zu einem Boss führt. Das wäre jetzt richtig unfair. So, hier ist nichts mehr. Ab durch den Nebel. Und willkommen in der Festung von Gwyn. Erst einmal durch diese Tür hier. Hier wartet Solaire und ein Leuchtfeuer auf uns. Hey Kumpel. Was hast du uns zu sagen? Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Ja, er will mir auf jeden Fall helfen, wenn ich seine Signatur sehe. Viel hat er nicht zu sagen. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no. Dear me, pretend you didn't hear that. Nein, wir sind definitiv nicht vom anderen Ufer. You really are, if I don't. Und mehr hat uns auch nichts zu sagen. So. Können wir aufsteigen? Ja, können wir einmal.
Wieder Stärke. So. Und ab dieser Stelle lege ich den goldenen Schlangenring an, weil ich hier kriege ich von den Gegnern einen Gegenstand, den ich ziemlich gerne hätte. Und zwar so bald wie möglich. Denn hier warten noch mehr silberne Ritter auf uns. Na komm, greif an. Jawohl. Au. Genau. Davor sollten wir uns definitiv in Acht nehmen. Gerade die mit der Hellebarde sind... Autsch. Sehr gefährlich. Was heißt Hellebarde? Das ist eigentlich ein Speer. Aber man sieht ja, wie schnell er mich damit umgenatzt hat. Hm? So. Meine Menschlichkeit zurückgeholt. So, und jetzt verpassen wir mal eine. Wir müssen nämlich immer aufpassen. Er kann nämlich meistens, wenn er zusticht, sein Schild oben behalten. Und wenn er uns mit seinem Schild trifft, ist das übel. So, was hast du bewacht? Sonnenlichtmedaillen, 3 Stück. Hm. Sehr gut, da müssen wir nicht so lange nach denen farmen. Wie viele haben wir denn mittlerweile? 5. Sehr gut. So, jetzt kommt gleich der nächste böse Ritter. Der da hinten. Der hat ein Schwert. So, und der weicht auch zurück, wenn wir ihn hauen. Wir müssen nur auf seinen Schildschlag genau aufpassen. Der macht nämlich viel zu viel Ausdauer weg. So, und weg mit dir. Und der droppt leider auch kein Schild. So, wir können aber hier reingucken. Und theoretisch könnten wir... Nein, diese Tür lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, wir haben die Küche gefunden. Oder eine Abstellkammer. Nö, ist einfach nur eine Abstellkammer. Voller Schriftrollen. Und einem Secret. Wie man auf dieses Secret kommt, ist ganz einfach. Man geht hier raus und sieht hier ein Fenster. Und dort sieht man dann, wenn man genau hinguckt, eine Treppe nach unten und den Weg weiter. Also, ist zwar nicht ganz so leicht zu finden, aber es gibt jedenfalls einen Hinweis, dass hier ein Secret verborgen ist. Ja. Hier sind wir in einem geheimen Unterkeller. Und in diesem geheimen Unterkeller gibt es jede Menge Truhen. 4 Stück an der Zahl. Und mal wieder eine Mimik. So. Wow. Das war in die Luft geschlagen. Wow, vor der Attacke sollten wir uns nicht greifen lassen, sonst nommt sie uns nämlich. Ich habe keine Lust, gemampft zu werden. Au. Und einen Tritt in den Hintern mag ich eigentlich auch nicht so wirklich. So. Weg mit dir. Du hast eine okkulte Keule bewacht, die hier eigentlich völlig fehl am Platz ist. Und hier sind Truhen mit einem Drachenzahn. Ah, Moment bitte.